Wir essen einen ganzen Tag nur New York City Street Food und gestartet haben wir wie echte New Yorker mit Bagels. Dafür sind wir extra bis Brooklyn gefahren, weil man dort statt $20 nur 6 bis 8 für einen Bagel zahlt und sie wahrscheinlich trotzdem auch noch viel besser schmecken. Unsere waren sogar vegan und das war definitiv der beste vegane Frischkäse, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Weiter geht's mit Corn Dogs von Mochi Mochi in Koreatown. Der Cheese Pull war wirklich gigantisch und weil wir danach noch richtig Lust auf was Süßes hatten, haben wir uns auch noch Tanghulu im gleichen Laden geholt. Das war aber unverschämt teuer. Für diese 3 Spieße einfach $24. Auch in Koreatown wollten wir dann unbedingt noch Eggdrop Sandwiches essen und weil der Bestellautomat kaputt war, wurde uns das Essen aus Versehen doppelt vom Konto abgebucht. Aber abgesehen davon waren die Sandwiches auch richtig wild, aber wir haben auch noch so einen gehypten koreanischen Cheese Coin gekauft und der hat uns ziemlich enttäuscht.